und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es nochmal um Sid und zwar wollten wir euch ein kleines Reit-Update geben rund um ihn. In den letzten Videos zu ihm haben wir das Thema eigentlich ziemlich ausgeklammert und nicht wirklich behandelt und deshalb ja, erzähle ich heute einfach mal so ein bisschen. Als er zu uns kam, kannte er Reitergewicht, wusste, wie es sich anfühlt, dass ein Reiter auf ihm sitzt, aber mehr dann eigentlich auch nicht. Das heißt, gerade am Anfang haben wir viel die Hilfen, die wir am Boden mit ihm erarbeitet haben, dann auf das Reiten übertragen und daran mit ihm gearbeitet weiter, dass halt Lenken, Anhalten und dergleichen funktioniert. Und das hat im Schritt soweit auch gut funktioniert und er war oder ist auch durchgehend ein sehr motiviertes und ja, liebes Pferd, sag ich mal. Aber gerade im Trab hat man gemerkt, wie unausbalanciert er ist und wie sehr er Koordinationsschwierigkeiten hat. Denn sowohl ich als auch Sarah als auch seine Besitzerin saßen auf ihm im Trab und hatten noch nie ein so unsicheres Gefühl beim Reiten wie bei ihm. Wie gesagt, nicht weil er irgendwie blöd ist und dann irgendwie anfängt zu bocken, sondern einfach, weil man in jeder Kurve Angst hat, dass man vom Pferd fliegt oder auch geradeaus. Einfach weil er so unausbalanciert ist. Und das hat es am Anfang einfach super schwierig gemacht, ihn zu unterstützen, weil man sehr damit beschäftigt war, selbst vernünftig auf ihm sitzen zu bleiben. Das sieht von unten oder sah von unten gar nicht so extrem aus, wie es sich angefühlt hat, aber das Ganze natürlich einfach schwieriger gemacht und ein bisschen in die Länge gezogen. Den Galopp haben wir am Anfang komplett rausgelassen, höchstens ein, zwei Mal an der Longton mit dazu genommen, aber ansonsten halt komplett weggelassen aus seinem Training. Außerdem waren wir ziemlich von Anfang an mit ihm als Handpferd unterwegs. Dass ich ihn geritten bin und Sarah uns als Handpferd auf Tano mit dabei hatte. Das hat uns sehr viele Möglichkeiten gegeben, ihm im Wald halt auf längerer, gerader Strecke auch zu arbeiten. Und er war, ist wie gesagt ein sehr liebes Pferd und deshalb hatten wir da keine Bedenken, das relativ am Anfang seines Trainings mit dazu zu nehmen. Und das hat er auch sehr, sehr lieb gemacht und hat uns einfach sehr viele Möglichkeiten gegeben. Ja, das letzte Update, was ihr von Sid ja hattet, war das Klinikvideo, wo Sarah mit ihm in der Klinik war. Einfach, weil wir seine Koordinationsschwierigkeiten einfach mal abklären lassen wollten. Und da kam ja das Thema Ataxie auf. Wir haben immer noch keine feste Diagnose. Die Ansage war damals nur, dass wir ihn weiter trainieren sollen, um zu schauen, wie es sich so entwickelt. Und das haben wir dann auch gemacht. Hatten auch die Möglichkeit, in den letzten Wochen sehr viel intensiver mit ihm zu arbeiten, weil wir einfach sehr viel mehr Zeit für den Stall beide hatten. Und ja, es hat sich gezeigt, dass es doch was bringt, mit dem Pferd zu arbeiten, denn inzwischen läuft er deutlich, deutlich stabiler. Also er hat immer noch Tage, gerade wenn der Boden sehr nass ist, wo es deutlich schwieriger ist, ihn zu reiten und mit ihm zu arbeiten, weil er dann sehr viel wieder in dieses Unkoordinierte reinfällt und man wieder sich deutlich unsicher auf ihm fühlt. Aber es gibt immer mehr Tage, wo er wirklich stabil trabt und man wirklich dazukommen kann, ihn vernünftig zu arbeiten und mit ihm Sachen weiter zu erarbeiten. Außerdem sind wir inzwischen auch nicht mehr als Handpferd unterwegs, sondern ganz frei mit ihm. Ich war sogar auch schon ohne Tano mit Sid mit einer Freundin im Wald und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und so konnten wir auch im Wald den ersten Galopp mit dazu nehmen und sind inzwischen auch dabei, auf dem Platz unterm Reiter das Angaloppieren mit ihm zu üben. Es fällt ihm sehr schwer, aber er macht das wirklich gut und ist sehr bemüht dabei. Und wir waren über Ostern mit den Pferden beim Rinderkurs und ja, da wurde natürlich auch sehr, sehr viel geritten. Und da waren wir doch sehr überrascht, wie schnell und wie gut er die Hilfen des seitwärts treibenden Schenkels verstanden hat. Wir haben das nicht groß mit ihm geübt oder ihm, also es wurde ihm einmal erklärt, aber das war sehr spannend zu beobachten, weil gerade in dieser Arbeit, wo man irgendwie dann doch mehr fokussiert war auf die Rinder als auf sein Pferd, weil man ja irgendwie einfach eine Aufgabe hatte, dass er das sehr schnell verstanden hat, wie er da zu agieren hat und man ihn inzwischen sehr gut von A nach B irgendwie schieben kann. Und das ist sehr schön zu beobachten, weil er auch immer mehr wirklich einfach Spaß an der Arbeit entwickelt. Und jetzt zeigen wir euch einfach noch ein paar Ausschnitte aus den letzten Trainingseinheiten mit ihm. Ja, ich kommentiere das Ganze jetzt mal ein bisschen und hier seht ihr eine Reiteinheit aus Januar. Das ist, ja, ich würde sagen, eine der ersten Trab unterm Reitereinheiten, wo wir den Trab ein bisschen mehr dazu genommen haben. Und auch wenn er hier nicht so sehr über Tempo ist, wie er das sonst manchmal ist, seht ihr, wie sehr Mona Mühe hat, oben zu bleiben und im Takt zu bleiben und ihn da nicht zu sehr zu stören. Und es liegt nicht daran, dass Mona nicht reiten kann, sondern dass es wirklich super schwer war, auf ihm zu sitzen, obwohl das von unten gar nicht so aussah. Und ja, wir haben dann einen großen Sprung und sind schon im März. Ihr seht, dass er hier das erste Mal das Gebiss drin hat, aber die Zügel sind noch nicht im Gebiss verschnallt. Also genau. Wir haben dann angefangen, das Gebiss eben ab und an mal so dazuzunehmen, aber die Zügel sind noch ganz rein im Sidepull verschnallt. Und ja, Bessie, die läuft nur über das Sidepull und die Mona sitzt hier schon ein bisschen sicherer auf ihm. Und gerade im Schritt wird das Ganze auch schon deutlich harmonischer.
Wir versuchen jetzt hier das erste Mal, ihn seitwärts über eine Stange gehen zu lassen. Die Seitwärtshilfen haben wir ihm natürlich schon vorher erklärt und das Seitwärtsgehen auch, aber über eine Stange ist es natürlich nochmal was anderes, weil man deutlich präziser sein muss und das ist eben dann eine gute Überprüfung, ob das Pferd auch einen versteht, was man möchte. Und tatsächlich macht er das hier schon gar nicht so schlecht. Das ist noch gar nicht flüssig, aber die zwei verstehen sich schon. Und der Sid hat die Hilfen tatsächlich auch ja, ganz gut umsetzen können. Und hier seht ihr das Antraben nochmal, was sich ja durchzieht. Ihr seht auch, dass das eine Hinterbein so ein bisschen ungleichmäßig läuft und er eben auch eben so in den Trab gehüpft ist, was er immer weniger macht und das immer ein harmonischeres Antraben ist. Sonst ist er hier sehr lang, aber ja, das ist halt der Trabstand dann gewesen und das ist noch nicht mal ein besonders schlechter Tag, denn eigentlich macht er das da ganz schön. Stangen haben wir auch, habt ihr ja schon im ersten Ausschnitt gesehen, immer mal wieder dazugenommen. Hier liegt sie jetzt tatsächlich aber einfach noch da vom Seitwärts über die Stange gehen. Wir haben sie ab und an mitgenommen, aber auch da sieht man, dass er dann manchmal den Takt verliert. So, und jetzt sind wir schon ja, eher Ende März, also wir haben da eine gute Woche zwischen. Und ihr seht, wie flüssig das rückwärts geworden ist und wie sehr er anfängt, sich im Rückwärts zu setzen. Das macht er wirklich schön, das ist wirklich gut geworden. Dass er anfängt, da so ein bisschen runder und kompakter zu werden. Und das Rückwärts ist auch einfach flüssig geworden. Das ist sehr schön. Ja, wir machen also immer zur Vorbereitung auf das Reiten eine Handarbeitseinheit oder meistens so ein paar Minuten, einfach um ihn warm zu machen, um ihn auf die Arbeit einzustimmen und selbst so ein bisschen zu sehen, was wir an dem Tag so erarbeiten können und worauf wir achten müssen. Für ihn ist es ein großer Unterschied auch, wie der Platz beschaffen ist. Hier seht ihr, dass er eigentlich ganz okay ist und nicht große Pfützen ist. Das ist schon mal ein Indiz für eine okaye Einheit. Während wenn der ganze Platz voll Wasser und Pfützen ist, dann tut er sich deutlich schwerer damit, sich auszubalancieren. Auch hier steht er ganz schön, ja, fast geschlossen. Und wir fangen dann damit an zu üben, dass er so ein bisschen nachgibt aufs Genick. Und ich meine, wir hätten hier vor allen Dingen auch an den Übergängen gefeilt, weil er sich da manchmal sehr so hochzieht. So, und dann haben wir auch das Übertreten geübt. Und das ist jetzt ein bisschen schwierige Perspektive, weil ich diesen Kamerastick relativ hoch in der Luft halte, weil ich gleichzeitig eigentlich Mona unterrichtet habe und den nur dabei gehalten habe. Trotzdem seht ihr, wie flüssig das schon geht. Man kann hier natürlich vor allen Dingen an der Kopfposition einiges verbessern, aber immer mal wieder kriegt er auch die Idee, davon rund zu werden. Und es geht uns hier halt eben darum, dass er die Seitwärtshilfe versteht und sich nicht festzieht und wirklich einfach versucht, es umzusetzen. Wir sind natürlich dann hier auch eher auf einer engen Volte. Und ja, das Ganze ist schon dann ganz schön anspruchsvoll für ihn. Und ihr seht, wie trotzdem die Zügel einfach schön durchhängen können. Ein Großteil der Zeit zumindest. Genau, und der Schritt an sich ist trotzdem noch nicht so rund, wie wir den inzwischen haben und gerne hätten, aber da fangen wir an, so ein bisschen in die Richtung zu arbeiten. Und auch das Anhalten verfeinern wir so ein bisschen. Und hier sieht man schon, wie das rückwärts läuft. Es geht wirklich flüssig. Da brauchen wir auch kaum Zügelhilfe. Ihr seht, wie Mona die Hand vorgeben kann und er trotzdem flüssig rückwärts läuft. Das ist sehr schön. Das macht er wirklich gut und das hilft ihm auch sehr, so ein bisschen Kraft in seine Hinterbeine zu bekommen. Denn es ist tatsächlich so, dass unser Hauptfokus darauf ist, ihn quasi zu stabilisieren, damit er über so ein bisschen höheren Muskeltonus eben seine koordinativen Schwierigkeiten in den Hinterbeinen, die ja sehr wahrscheinlich aus der Ataxie kommen, stabilisieren kann und kompensieren kann. Und hier habt ihr jetzt, ja, das macht er leider immer, wenn er Langeweile hat, dass er anfängt, seine Beinchen so zu schmeißen. In dem Trab, den ihr gerade gesehen habt, ist er aber schon deutlich runder einfach. Und trotzdem, das Anspringen fällt ihm noch sehr schwer. Auch im Trab macht er manchmal dieses Beinchen schmeißen. Wir sehen hier eben trotzdem die Entwicklung, dass er anfängt, so ein bisschen ruhiger zu werden und runder zu werden vor allen Dingen und nicht mehr ganz so extrem den Kopf hochstreckt. Das ist eben ein Prozess aus mehr Stabilität. Und jetzt versuchen wir unseren allerersten Galopp auf dem Platz. Wir sind, ich glaube, 2 Tage vorher einmal im Wald galoppiert und das hat er sehr schön gemacht. Deswegen dachten wir, wir versuchen es mal. Und da schafft er das dann auch und er galoppiert sehr schön ruhig, vorsichtig und weich. Weswegen Mona da auch schon wieder durchpariert und ihn lobt. Und ja, das hat er wirklich toll gemacht, weil er das ruhig und langsam gemacht hat. Und ja, dann haben wir weitergearbeitet und diese Arbeit hat sich ausgezahlt, wie ich finde. Denn man sieht, dass er langsam so ein bisschen mehr Form annimmt.
meine, wir haben ihm natürlich jetzt auch die sportliche Schuhe verpasst. Vielleicht macht das auch einen Unterschied. Aber genau. Jetzt die Vorhand- oder Hinterhandwendung, die Vorhand bewegt sich, die ihm lange so schwer gefallen ist. Und auch hier, erstens macht er das ganz gut, zweitens streckt er auch nicht mehr den Kopf so extrem hoch dabei, sondern fängt an, so ein bisschen rund dabei zu werden. Das ist schon sehr schön und geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir müssen aber hier aufpassen, dass er da nicht zu hektisch wird, weil er das manchmal gerne hat, dass er, wenn er irgendwie meint, er schafft was nicht, dann hektisch wird. An dem Tag war die Schritttour aber eigentlich ganz schön, obwohl er Schwierigkeiten mit den Pfützen und dem Wasser hat. Auch das Schenkelweichen sehr flüssig und er versteht diese ja, seitlich weisenden Hilfen immer besser und kann die vor allen Dingen besser umsetzen. Das ist ganz schön, weil das am Anfang super schwer für ihn war, dass er zwar... Man hatte den Eindruck, dass er wusste, was man von ihm wollte, aber er wusste halt einfach nicht, wie er es koordinieren soll, um das umzusetzen. Genau. Und deswegen, ja, geht das inzwischen doch schon sehr schön. Und auch da kommt er immer mehr dazu, dann im Genick nachzugeben. Und macht das Ganze tatsächlich sehr schön, ohne dass wir das jetzt bewusst erzwingen, sondern das ist dann quasi ein Resultat aus der Ausbildung, dass er stabiler wird und sich besser balancieren kann. Und da macht er das doch schon sehr schön, wie ich finde. Wenn man vor allen Dingen auch bedenkt, dass er jetzt gerade mal seit, ja, knapp 4 Monaten unterm Sattel ist. So, der Trab war an dem Tag tatsächlich ein bisschen schwierig, weil er sehr gerannt ist. Und das ist auch aktuell die größte Baustelle, dass man ihn auf allen Untergründen einen schönen Takt vorgeben kann und dann auch mit ihm arbeiten kann. Trotzdem sehen wir, dass er immer runder von der Tendenz her wird. Aber auch, dass er halt diese extremen Balance-Schwierigkeiten hat und das übers Rennen kompensiert. Also, ich meine, am Anfang wäre es trotzdem nicht denkbar gewesen, in seinem Rennmodus so Schlangenlinien zu reiten. Er ist also wirklich gut lenkbar trotzdem dabei. Aber, ja, das Tempo ist eben doch noch nicht das, was man haben möchte, um schön mit ihm zu arbeiten. Deswegen ist das aktuell der Fokus, dass man ihm da einen Takt schön vorgeben kann und er diesen auch hält und ja, man so zu einem Arbeiten kommt, denn ihr seht, da musste Mona gerade schon ein bisschen deutlicher korrigieren, weil er nach der Pfütze angefangen hat, so loszurennen. Das ist natürlich im Endeffekt auch so ein bisschen ein Sicherheitsrisiko, deswegen auch hier die Korrektur, weil er dann wieder antraben wollte und wieder schnell werden wollte. Er lässt sich da auch gut korrigieren, er will ja auch nicht unbedingt durchgehen, aber er weiß, glaube ich, in dem Moment auch einfach nicht, wie er das besser machen soll und rettet sich dann über das Tempo. Ich meine, dafür ist er natürlich im Endeffekt gezüchtet. So, hier haben wir nochmal einen Galopp oder einen Galoppversuch und ja, er läuft eben noch sehr im Galopp, aber er hat auf jeden Fall verstanden, was wir von ihm wollen. Es ist leider so, dass er ab und an, werdet das jetzt gleich sehen, mit dem Hinterbein wegrutscht. Deswegen haben wir inzwischen beschlossen, dass wir den Galopp erstmal an der Longe stabilisieren. Wir sind uns ja jetzt sicher, dass er verstanden hat, worum es geht beim Galoppieren. Also er versteht unsere Hilfe. Und deswegen ist gerade an der Longe der Fokus, weil er das an der Longe tatsächlich auch hat. Also das liegt nicht am Reiten. Hier seht ihr jetzt nochmal das erste Mal mit Gebiss, mit den Zügeln am Gebiss oder noch durchs Knotenleift, aber mit Wirkung am Gebiss den Galopp. Und auch da werdet ihr sehen, dass er nachher zweimal wegrutscht, trotzdem läuft er da tatsächlich auch schon ganz schön rund, nicht zu sehr über Tempo und kommt immer besser in eine schönere Form. Und ja, ich habe vom Pferd aus gefilmt, deswegen switcht manchmal die Perspektive so ein bisschen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, den Galopp eben ein bisschen mehr an der Longe zu stabilisieren und dass er da erstmal eine gute Balance findet, weil wir ihn vorher einfach überhaupt nicht viel drin hatten. Dann wird er nämlich da auch nicht so schief und rutscht nicht weg. Trotzdem verbessert sich das Ganze über das Üben und er schafft es dann auch da, seine Beine besser zu koordinieren, was sehr schön zu sehen ist. Genau. Eine weitere Baustelle ist tatsächlich das Rennen im Trab nach dem Galopp, dass er den Galopp sehr schön macht, aber dann so ein bisschen hektisch wird und gerne weiter galoppieren oder weiter rennen möchte. Deswegen ist dann eigentlich der gleiche Fokus wie vorher auch, aber nochmal mit einem besonderen Augenmerk darauf, dass auch nach dem Galopp der Takt wieder erhalten bleibt, er nicht losrennt etc. Und genau, da arbeiten wir dran. Es ist aber tatsächlich so, dass er trotzdem richtig Spaß an der Arbeit bekommen hat. Sowohl an der Handarbeit als auch unterm Sattel macht er richtig gut mit und freut sich, wenn Dinge klappen. Und ja, das ist auf jeden Fall
Deswegen sehr schön mit ihm zu arbeiten, weil er da ein wirklich schönes Feedback gibt. Und ja, auch da seht ihr, dass er immer runder wird und immer mehr Phasen hat, wo er stabil wird. Genau, hier galoppiert er dann nochmal. Und der Galopp ist natürlich noch nicht stabil, aber ich glaube, wir haben auch ungefähr alle Galoppversuche auf Video, da seht ihr, wie er wieder weggerutscht ist, die wir mit ihm gemacht haben. Also wir sind auch noch nicht viel galoppiert mit ihm. Und das wird jetzt einfach noch mit der Zeit kommen und stabiler werden, wenn er das mehr übt und mehr koordiniert kriegt. Ja, zusätzlich dazu haben wir jetzt tatsächlich ab und an angefangen, einzelne Cavalettis mit hinzuzunehmen, beziehungsweise wollen ihm damit so ein bisschen die Sprungtechnik erklären von einem Galoppsprung. Das ist nämlich tatsächlich sehr schwer für ihn. Ihr seht, wie er immer sehr ins Laufen kommt zwischendurch. Und dafür haben wir eben auch dann ab und an kleine Sprünge dazu genommen. Das ist aber auch noch mega schwer für ihn. Und ich glaube, wir haben zum Schluss, da ist er jetzt nochmal sehr schön galoppiert, noch ein Video genau von uns seinem quasi ersten Sprung mit Reiter da drin. Und ihr seht, wie schwer ihm das fällt. Aber das war das erste Mal, dass er so eine Sprungtechnik quasi hat und nicht nur drüber getrabt ist. Und das war's dann auch schon mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!